So, hey Leute, damit auch willkommen zu einer neuen Folge von Arke Ragnarok. Und ihr könnt auch schon sehen, ich habe hier ein neues Spielzeug gefunden, nämlich eine sehr, sehr starke Kettensäge, mit der man wirklich alles kurz und klein sägen kann. Ist eigentlich dafür gedacht, um Bäume zu zersägen, aber man kann damit auch richtig gut seine Tribe-Mates ärgern. Aber genug der Worte, Leute. Ich habe ja, als ich mit dem Ark-Entwickler gesprochen habe, ich habe es ja in der letzten Folge ausführlich erzählt, einige neue Sachen kennengelernt. Unter anderem auch den Otter, ne, der einfach total niedlich ist, der total cool sein soll, ne, einfach als kleiner Gefährte, der auch natürlich sehr an Beliebtheit gewinnt. Und diesen wollen wir doch mal finden, ne, denn ich habe gehört, die sollen echt gut sein. Und viele von euch haben sich das auch tatsächlich in der letzten Folge gewünscht. Askalter, wusstest du schon, dass es die Otter gibt? Wenn ja, kannst du nicht mal einen finden? Ich dachte mir, okay Leute, wir werden uns auf jeden Fall auf den Weg machen. Und wir haben auch noch einen neuen Gefährten, nämlich den für Askalter von Skypad. Genau, wir nennen den jetzt einfach mal um. Ihr dürft ihn einen ihr dürft jetzt einen Namen geben. Ich werde ihn jetzt erstmal einfach mal, genau, Name wartet nennen. Und ihr dürft euch jetzt, ja, ihr dürft jetzt entscheiden, wie dieser Drache heißen soll. Ich bin also gespannt, was ihr so alles Schönes in die Kommentare schreiben werdet. Aber gut, Leute, was brauchen wir natürlich, um so einen Otter zu zähmen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde vermuten, Fisch und Narcotics, ne? Und all das haben wir natürlich zum Glück in unserer Base. Ja, Leute, im Grunde brauchen wir gar kein Narcotic, denn das Zähmen des Otters funktioniert auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, vielleicht werden sich einige von euch noch an den Hesper Ornis erinnern. Das ist ein Vogel in Ark, der, glaube ich, vor 2 Monaten hinzugefügt worden ist und der nicht ganz einfach zu zähmen ist. Ne? Man muss da erstmal Fische töten und diese dann quasi zu diesem Dragon und diesen damit füttern. Ne? Ist man was anderes, aber der funktioniert eigentlich ganz gut. Ne? Wobei es vor einigen Monaten bei diesem Hesper Ornis, ja, sehr oft leider noch zu Bugs kam. Aber ich bin mal gespannt, wie es jetzt beim Otter ist, ne? Auch inwieweit er sich zähmen lässt und wie er dann auch reagiert, wenn er erstmal gezähmt ist. Aber gut, Leute, wir müssen natürlich dafür erstmal an einen Ort kommen, an den es diese Otter gibt. Und dafür würde ich sagen, nehmen wir uns doch einfach mal diesen Greif. Level 207, ihr könnt schon sehen, ein sehr, sehr starker Greif. Wenn der sterben sollte, dann bin ich dran, Leute. Dann bin ich richtig dran. Oh, guck mal, hier haben wir sogar eine Kiste. Was ist denn hier drin? Dann wollen gleich mal schauen. Kami. Ein Freund von uns, Leute. Wir kennen ja den Kami. Ja, da war ich ja auch ganz, ganz kurz mal im Tribe drin. Ich glaube, für 15 Minuten. Ein sehr toller Tribe. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Aber gut, Leute, jetzt geht's los auf die Suche nach dem Otter. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan von Ottern. Weil ich auch damals im Tierpark, ja, wenn ich einen Otter gesehen habe, ich fand die immer total süß, total niedlich. Wobei die auch, ja, wenn man die in freier Wildbahn sieht und denen zu nahe kommt, die auch gerne mal beißen. Aber gut, Leute, jetzt haben wir hier eine Ruine. Ja, das finde ich auch das Coole an Ark Ragnarok, dass es eben sehr, sehr viel zu entdecken gibt, ne? Das hat, meinte auch der Ark-Entwickler eben, dass es bei Ark Ragnarok, ich glaube, man braucht, wenn man von einer Seite der Map zur anderen laufen möchte, braucht man, glaube ich, 1,5 Stunden, ne? Also ziemlich heftig auf jeden Fall. Gut, und ihr seht auch schon, es kommt jetzt zu kleinen FPS-Einbrüchen. Ich glaube, ich werde mal kurz warten, bis sich das Ganze wieder gelegt hat. Genau, hier seht ihr auch, wie episch einfach Ark ist, ne, an manchen Stellen. Besonders hier bei dem Wasserfall mit einer schönen Ruine, mit ein wenig Efeu. Also wunderschön eigentlich, ne. Ich fand es ja auch schon bei Scorched Earth mit den Ruinen wunderschön. Und auch hier, finde ich, haben sich die Leute auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und das Witzige ist ja, es ist ja sogar eine Mod. Das heißt, es wurde nicht von den Ark-Erstellern selbst hergestellt, sondern quasi nachher einfach übernommen. Gut, und einige von euch werden wahrscheinlich jetzt schon erahnen, wo ich mich gerade befinde. Nämlich bei meiner allerersten Base. Genau, vorher werden wir erstmal zu diesem Loot Crate gehen. Vielleicht können wir diesen schon öffnen, ich bin mir gerade nicht sicher. Genau, aber hier in der Nähe befinden sich tatsächlich sehr, sehr viele Otter. Ne? So wurde es mir zumindest gesagt. Ich dachte ja eigentlich, okay, Otter werden sich ja wahrscheinlich eher am Fluss aufhalten. Ich meine, das hier ist ja eher eine Bucht. Da dürften ja eigentlich keine Otter sein. Aber einige von meinen Tribe-Mates haben hier tatsächlich schon Otter gesichtet. Und da war ich leider zu spät, Leute. Ja, da sieht man wieder, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und wir können auch schon hier sehen, es gibt hier sehr, sehr viele Fische, die man theoretisch, ja, die man rein theoretisch an den Otter verfüttern kann. Ne? Von Mantas über Haie über sonst was. Und was ist denn das hier, Leute? Jetzt schaut euch das mal an. Hier war wohl ein Schiffbrüchiger. Ne? Und zwar der liebe Uskap 4. Der ist hier wohl, ja, nicht viel weiter gekommen. Dachte sich so, okay, er muss hier erstmal warten. Ist wahrscheinlich mit seinem Schiff aufgeschlagen. Der arme Uskap. Na gut, Leute.
Wollen wir mal schauen, hier sind nämlich auch Kisten, in denen man manchmal gute Sachen kriegt. Genau, wenn wir Pech haben, kommt jetzt ein Manta und tötet mich. Aber eigentlich... Guck mal, da ist der Megalodon. Oh, ein primitives Schwert. Schon mal nicht schlecht. Und der Megalodon kommt, egal. Speere. Also es hat sich jetzt nicht so gelohnt. Hi, Megalodon. Bleib mir weg. Oh, Leute. Okay, der kommt zu viele. Der kommt zu viele. Genau, das ist eigentlich nie eine gute Idee, sich mit Haien anzulegen. Ich meine, es macht zwar Spaß und wir können ihn eventuell an den Otter verfüttern, aber ich glaube, wir sollten uns die Kraft eher sparen, ne? Wir sollten uns erstmal darauf konzentrieren, überhaupt einen Otter zu finden. Ja, wir haben gesehen, in den Sachen waren jetzt nicht, genau, in den Kisten waren jetzt nicht so gute Sachen drin. Aber egal, Leute, besser als gar nichts. Wir schauen erstmal, ich habe hier sogar zwei Boote. Umso besser. Ne, mit diesen Booten können wir uns auf jeden Fall auf Erkundungstour machen. Ah gut, ich bin jetzt mal gespannt, wie er... Genau, wir fliegen erstmal alles ab. Ich könnte mir ja vorstellen, dass die Otter sich eben, genau, in diesen Flussmündungen aufhalten. Hier zum Beispiel. Ne, hier wird auch theoretisch sehr viel Platz. Und, oh, jemand hat auch tatsächlich meinen Rat befolgt. Ich meinte ja, hier theoretisch wäre ein richtig geiler Ort, sich eine Base aufzubauen. Das hat auch tatsächlich jemand gemacht, ne? Finde ich super cool. Ich würde mir diese Base gerne mal angucken. Genau, wir landen erstmal. Schau mal, wem diese Base überhaupt gehört. Naja, ursprünglich wollte ich ja eine Base bauen, bis ich dann eingeladen worden bin von Gryffindor, ihnen beizutreten. Und die ist von... Stamm von Human. Okay, Human. Ich würde gerne wissen, was sich hinter diesen Mauern befindet. Naja, total spannend. Wir werden mal versuchen, ob wir mit den... Genau, ob wir mit Saki mal reinkommen oder nicht. So. Ich komme nicht nach oben. So, perfekt. Wollen wir mal schauen, ob wir da rein können. Ob wir dann gleich angeschossen werden oder ob das gar nicht erst funktioniert. Und ja, perfekt, Leute. Wir sind in der Höhle. Funktioniert. Also es hat anscheinend nur jemand ein Tor gebaut, aber sich hier tatsächlich noch gar nicht ausgebreitet. Warum? Auch immer. Merkwürdig. Gut, Bewässerungsanlagen waren hier auch. Es könnte natürlich sein, dass der Stamm geraided worden ist. Oder dass es hier noch irgendwo ein... Ja, ein kleiner... eine kleine Nebenhöhle gibt, die quasi noch mehr Schutz bietet. Ich weiß es nicht, Leute, aber ich vermute mal, dass hier tatsächlich niemand da ist. Leider falscher Alarm. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir fliegen dann wieder raus, so schnell wie möglich. Bin ich mal gespannt, ob Human da noch was Schönes bastelt. Wir halten erstmal Ausschau nach dem Otter. Ja, Leute, man sollte niemals in die Reichweite einer Base gehen, denn dort wird man dann immer mit Pflanzen abgeschossen und das nimmt meistens kein gutes Ende. Aber gut, ich glaube, wir haben es überlebt. Die Pflanzen haben endlich aufgehört. Ich brauche zwar noch 2 Sekunden, aber ja. Ne? Obwohl Kami Freunde sind, sollte man die Pflanzen dort nicht unterschätzen. Ne? Man sollte da am besten nicht in die Reichweite kommen. Aber gut, Leute, noch habe ich leider keinen Otter gefunden. Und ich habe auch vorhin noch gelesen, dass die tatsächlich noch relativ selten sind, weil sie eben neu sind. Und man hat es ja oft, dass halt, wenn gerade, genau, gerade neue Kreaturen eingeführt werden, dass es meistens etwas lange dauert. Guck mal, hier wäre theoretisch eine perfekte Spawn-Location, denn hier gibt es viel Fisch, das heißt, man könnte diese Otter auch direkt zähmen. Aber trotzdem sehen wir hier leider noch keinen Otter, ne? Und hier muss ich auch sagen, hat sich wieder jemand Mühe gegeben, ne, mit einer schönen Landschaftsbebauung, hier mit einer tollen Brücke, ne, wer ist das denn? Hand of Ark, ne, wir kennen ja den Tribe Hands of Ark bereits aus anderen Projekten, finde ich cool. Ne, der hat sich auf jeden Fall hier was verdient. Auch ein Garten- und Landschaftspreis, wer weiß. Okay, aber wir fliegen erstmal weiter, Leute. Ich schau mal, ob wir hier noch einen finden. Ich hoffe es ja wirklich. Ja, und ich habe auch überlegt, vielleicht sind in diesen Höhlen Otter zu finden. Ich meine, wenn ich ein Otter wäre, so eine Höhle, wo man vor Regen geschützt ist, hört sich doch gut an, ne? Aber ich glaube, auch hier werden wir wahrscheinlich nicht viel finden. Ich meine, wir können ja mal gucken. Genau, am besten wir gehen erst an Land. Ne, und nee. Ich dachte gerade echt vor einem kurzen Moment, ey, ich habe meinen Otter gefunden. Aber es war leider doch nur ein Dilo. Wirklich schade, Leute, wirklich schade. Ja, das war ein Headshot. Da habt ihr gesehen, das macht schon ordentlich was aus. Ja, aber ich meine, die müssen dann ja auch, wenn, dann im Wasser sein. Und wir sehen schon, es geht, wow, es geht hier ganz schön tief runter. Und da sind, ja, unsere besten Freunde. Ja, die haben uns schon mal fast gekillt hier. Ja, die Säbelzahn, ich glaube, das sind, nee, wie heißen die nochmal? Tiger? Sind das Tiger, Lachse? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die heißen.
Sind auf jeden Fall relativ aggressiv. Genau, und hier geht es anscheinend sehr, sehr tief runter. Hier kann man sehr gut tauchen. Werden wir uns auf jeden Fall in Zukunft noch angucken. Ne? Aber noch sehen wir hier kein Otter. Das heißt, wir können unsere Mission erstmal an anderer Stelle fortführen. Aber wir halten uns das auf jeden Fall zurück. Hier kann man sehr gut tauchen. Hier ist ein sehr, sehr guter Spot. Das merken wir uns. Gut, ich habe da in meinem Augenwinkel auch vorhin etwas Interessantes gesehen. Etwas Glänzendes. Eventuell werden wir dort auf einen Schatz treffen. Ne? Genau, müssen wir erstmal jetzt zurück zu unserem Greifen. Komm her. Und ja, ich meine vielleicht, ich habe ja, als ich letztes Mal hier war, gesagt, man könnte ja theoretisch eine gute Base bauen. Ne? Weil ich meine, es ist eigentlich an sich eine richtig geile Location. Aber noch hat hier, glaube ich, genau, noch hat hier gar keiner eine Base gebaut. Das wäre theoretisch eine super Idee. Ich verstehe halt nicht, warum noch niemand eine Base hier gebaut hat. Ne, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat das auch bestimmte Nachteile. Dann müsst ihr mir mal schreiben, wenn ihr meint, Askal, das hat Nachteile, hier eine Base zu bauen. Aber ich denke, im Grunde ist es eigentlich, ja, ein geiler Spot, ne? Hier kann man eigentlich theoretisch viel machen. Guck mal, hier kann man sich dann auch verstecken. Ne? Hier gibt es viele Eisen. Hier gibt es ein paar Flugsaurier, die sich hier verirren, die man dann leicht zähmen kann. Ne? Es geht dann noch hier nach oben. Also, theoretisch ist das ein geiler Spot. Hier kann man theoretisch eine richtig geile Base draus machen. Aber gut, Leute. Guck mal, das Glitzernde, was ich vorhin gesehen habe, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Schade eigentlich. Ja, vielleicht finden wir das ja später nochmal oder beim nächsten Mal, wenn wir hier zum Tauchen nochmal herfliegen. Oh, da war was, Leute. Habt ihr es gesehen? Ganz unscheinbar ist hier eine Base. Als ob. Also das ist mal richtig genial gemacht. Guckt euch das hier an, Leute. In der Feldspalte haben die einfach eine Base, ne? Und wer ist das? Das sind... Moment. Also das ist ja mal eine richtig geniale Idee, Leute. Ihr seht schon hier, ne? Hand of Ark. Alles klar. Die haben ja, Leute, die haben den Jackpot, also hier eine Base aufzubauen, das hat doch was, ne? Ich meine, die ist relativ versteckt, ne? Okay, jetzt, einige werden es jetzt wissen, weil ich ein Video mache und die jetzt zu sehen ist, aber im Grunde, ne? Man kommt hier nicht leicht ran, ist eigentlich eine saugeniale Idee, sich hier zu quartieren. Ich glaube auch auf den offiziellen Servern könnte das ein richtig beliebter Spot werden. Aber finde ich cool, ne? Also wenn einige von euch im Tribe Hand of Ark sind, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde ich gerne mal eine Tour bei euch machen. So, und das sieht doch schon mal besser aus, ne? Moment mal. Da schwimmt was. Sind das Fische? Nein! Oder? Leute, das sind Otter! Ich hab's geschafft! Ich hab's zum... Leute, oh mein Gott, wir haben zum ersten Mal Otter gesehen. Okay, hier ist einer. Und ich dachte zuerst, das wären kleine Fische, ne? Aber es sind tatsächlich Otter, ne? Hier ist ein Otter. Okay, dann sind da noch ein paar große Fische. Wie sieht denn aus? Gibt es hier noch mehr, Leute? Wir müssen natürlich jetzt auch aufpassen, denn hier ist ein Rex. Ja, der... Super, Leute. Man denkt ja immer, okay, jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt haben wir endlich einen Otter gefunden. Und dann ist da erstmal ein fetter Rex. Den müssten wir irgendwie töten, um einen... Ja, das sind sogar zwei Rexe. Super! Ich habe jetzt leider gerade mein Fernglas nicht dabei. Mist. Aber, Leute, ich würde ja nicht Askal heißen, wenn ich nicht einen genialen Masterplan hätte. So, das heißt, wir, genau, lassen, genau, wir machen die Rexe neugierig und fliegen erstmal, genau, nicht den, genau, nicht unseren Freund angreifen, denn den Otter wollen wir später noch zähmen, so, wir, genau, locken sie jetzt einfach, ihr habt's wahrscheinlich schon verstanden, was, worauf ich hinaus will. Rex, komm hierher. Hey. Obwohl, ich weiß nicht, ob die so blöd sind. Sind auf jeden Fall Freunde, glaube ich. Genau, komm her, Rex, komm her. Genau, wenn er jetzt ganz dumm wäre, würde er mir folgen. Ne? Dann würde er mir jetzt hier rein folgen. So. Ne? Und wenn er hier erstmal unten ist. Okay, dann muss Hand of Ark sich mit ihm streiten, aber... Genau, ich fall erstmal runter. Super. Komm mal hierher. Genau, vielleicht schaffen wir das ja, die wegzulocken. Weil ich kann die nicht gebrauchen, wenn wir nachher unseren... Biber, ich sag schon Biber, wenn wir unseren Otter zählen wollen. Okay. Wir versuchen es einfach nochmal. Ich meine, okay, sie sind jetzt auch mittlerweile an einem anderen Ort. Ich glaube, wir müssen uns um die nicht mehr kümmern. Die werden uns wahrscheinlich keine Probleme mehr bereiten. Hans und Franz, das Rex-Duo. Aber gut, Leute. Wo war jetzt unser Otter, wenn er nicht vorhin getötet worden ist? Ich meine, wenn er hier... Das dürfte ja auch nicht der Einzige gewesen sein. Nicht, dass es irgendwie der letzte oder der einzige Otter war, Leute. Dann haben wir ein kleines Problem. Wohin war er hier doch?
Oder haben die ihn getötet? Das könnte natürlich sein, ne? Und hier, man weiß auch nicht. Manchmal weiß man, es sind Fische, manchmal muss man ein bisschen überlegen. Also der Otter, der vorhin hier war, ist, glaube ich, nicht mehr da. Na gut. Leute, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Unser netter Herr... Ach nee, da ist er, Leute. Kein Problem, hier ist er. Jetzt ist jetzt die Frage, wie ziehen wir den am besten? Wir brauchen Fisch und müssen ihm das irgendwie geben. Okay, das heißt, Fisch erstmal töten, ist die eine Sache. So. Fisch töten ist ja nicht so schwer, aber das dann zu ihm dragen, das wird schwierig. Und auch nein. Ich glaube, die Rexe werden uns doch noch Probleme machen, Leute. Spätestens, wenn wir dann zähmen. So, da ist unser Otter. Hi, Freund. So, Otter mögen Fisch. Na, ist ja klar. Heißen auch unter anderem Fischotter. Guck mal, der ist sogar Level 16. Ja, es klingt doch leicht zu zähmen, ne? Und den zähmt man, indem man drag a fish to feed. Oh, noch einer. Cool. Wir haben anscheinend zwei Otter hier. Kann auch sein, dass sie sehr soziale Tiere sind und sich deswegen in der Nähe von mir aufhalten. Das macht natürlich dann das Zähmen auch einfacher. Jetzt brauchen wir aber erstmal einen Fisch. Ist die Frage, welche Größe die wollen. Ich glaube, denen ist das relativ egal. Hauptsache, irgendwas zu essen. Ihr seht schon, ich schwimme hier jetzt mit einem Piranha rum. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal machen würde. Mit einem toten Piranha, genau. Los! Los! Ne? Schön hier Rettungsschwimmen. Komm, Piranha, du schaffst es. Ich weiß ganz genau, dass du nicht so böse bist, wie alle sagen. Los! Du kannst es schaffen. ja. Rückenschwimmen mit einem Piranha ist, glaube ich, das geringste Problem. Wir haben hier noch ein weiteres Problem. Aber gut, atme. Du musst atmen. Los. Du schaffst es. Glaub an dich. Okay, er ist tot. Egal. Genug des Piranhas. Wir müssen erstmal den Otter finden. Nicht, dass hier die T-Rex die doch alle zermampfen. Ich meine, die schmecken wahrscheinlich richtig gut. So, Leute, wo könnten wir denn jetzt hier Otter finden? Ich meine, die... Wann despawnen die Piranhas? Das dauert wahrscheinlich genau... Das dauert relativ lange. Wir haben also noch ziemlich viel Zeit. Warum dauert es denn so lange? Wahrscheinlich wirklich für den Otter. Hey Otter, wo bist du? Es gibt leckeres Essen. Umsonst, du musst nicht mal jagen dafür. Da ist einer. Oder? Ja. Guck mal Otter, was ich dir mitgebracht habe. Ja, fein. Komm hierher. Komm. Falls du Piranha magst. Hey. Genau, man muss E drücken. So, wie fandest du den Piranha? Genau, da ist er. Ihr seht schon, Leute, er fand ihn. Nicht schlecht, ne? Der will noch ein paar mehr haben. Aber gut, Leute, dann wollen wir uns mal jetzt ans Werk machen. Hat also wunderbar funktioniert. Wir müssen uns nur merken, welcher Otter das jetzt war, ne? Ist nur das Problem, dass das Becken hier halt relativ groß ist. So, das ist er. Er ist Female. Ne, 14%. Okay, das kann eine Weile dauern, Leute. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. So, und dafür kämpfen wir. Das heißt, wir schauen mal, ob wir noch ein paar mehr Fische finden. Ich glaube, genau, wenn wir irgendwelche anderen Sachen dragen, irgendwie wie T-Rexe oder so, dann beißt er wahrscheinlich nicht an. Es kann aber auch sein, guck mal, wir haben jetzt 14% für einen Piranha, für einen ekligen Piranha bekommen. Was kriegt man denn für so einen, für so einen Urzeitfisch? Dann bin ich mal gespannt. Wir schauen einfach mal, Leute. Ich finde das total spannend gerade. Das wird jetzt eine etwas längere Folge, weil ich möchte das jetzt alles auch gerne euch zeigen, wie das hier abgeht mit dem Otter. Los, Kugel, du kannst es schaffen. So, wo ist der denn? Ja, die schwimmen immer so weit weg. Wo ist immer das Problem am weiten Meer? Guck mal, ist er das? Das ist er, oder? Ja. Ich glaube jedenfalls. Hey! Guck mal, was ich für dich mitgebracht habe. Und geh bitte nicht zu nah an den T-Rex ran. Genau, das ist er, glaube ich, ja. Guck mal, jetzt hat er 30. Ne? Also anscheinend kriegt er pro Fisch 15%. Ne? Das ist relativ gut. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt einen anderen Otter angreifen und den töten. Ist, glaube ich, nicht so gut. Guck mal, der Rex, was macht der denn da eigentlich? Keine Ahnung. Kümmern wir uns erstmal um unsere Fische, Leute. So, Leute, leider ist der eine Otter gestorben, aber kein Problem.
Ich habe jetzt tatsächlich einen neuen Otter. Genau, Level 16 ist leider vom T-Rex getötet worden. Aber jetzt habe ich nach sehr, sehr langer Zeit diesen 48er ausgemacht. Und es hat jetzt, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich saß daran, oh, jetzt muss ich schnell nach oben. Ich habe daran, weiß ich nicht, vielleicht eine halbe Stunde oder noch länger dran gesessen. Es hat nicht geklappt. Ich habe zuerst versucht, die in so ein Gehege reinzulocken, aber es ging gar nicht. Weil ich nicht weiß, wie man die locken kann. Deswegen muss ich die jetzt unter Wasser quasi zähmen. Aber es hat geklappt, Leute. Da seht ihr es. Level 69, ein Otter. So, endlich haben wir den. Es funktioniert, ne? Schreibt mal auch in die Kommentare, ne, wie ich ihn nennen soll. Ich meine, er ist männlich. Level 69, ziemlich cool. Ne, deutlich besser natürlich als so ein Level 16er. Hat aber jetzt auch wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ne? Also eigentlich wollte ich die Folge deutlich früher hochladen. Ne, ich glaube, insgesamt saß, ich muss ja jetzt auf die Aufnahme gucken, kann ich euch genau sagen, wie lange die Aufnahme ruht. Oh. 2 Stunden saß ich jetzt an dieser Folge, Leute. Okay, interessant. genau, natürlich noch gar nichts geschnitten und so, das kommt auch noch hinzu. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben nun ein Otter. So, mit F drücken wir den dann weg. Und ihr seht auch schon hier, ne, dort ist er. Was kann er denn alles? So, ne, Optionen. Genau, man kann den sterilisieren, will ich nicht machen. Genau, was er genau macht nachher, weiß ich noch gar nicht, Leute. Ich glaube, so ein Otter, der kann viele verschiedene coole Sachen. Unter anderem ist er einfach wie ein Gefährte. Das heißt, wenn man irgendwie, ja, wie soll ich sagen, wenn man jetzt irgendwie, genau, so ein Dimetrodon auf der Schulter hat, das macht eben der Otter auch. Aber was er sonst noch macht, Leute, das werden wir dann herausfinden, ne? Ich glaube, der kann dann auch, wenn wir den jetzt einfach zum Beispiel, genau, wenn wir den jetzt einfach jetzt ins Wasser schmeißen, ich glaube, der sammelt dann auch Fisch für uns. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ich weiß es noch nicht, Leute. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Ansonsten war es nämlich dann auch mit dieser Folge. Wenn diese Folge euch wie immer gefallen hat, ne, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben. Ich bin jetzt um einen Otter reicher. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es wirklich sehr lange gedauert hat. Vor allem, weil Ark da manchmal doch etwas rumbackt. Zwischendurch hat es dann nicht funktioniert, dass ich dem Otter den Fisch geben konnte, weil der Fisch zu überdimensional war. Und solche Geschichten, Leute. Aber gut, Leute. Na, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gebt einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, wie der Otter heißen soll. Ansonsten war's wieder, macht's gut und bis zum nächsten Mal.